Warm-up für die Show. Denn gleich geht's für 25 Zweitklässler der Gemeinschaftsgrundschule Windberg auf die Bühne. Wir machen einen Auftritt. Ich fühle mich sehr aufgeregt. Wir tanzen so rum und singen. Manche haben so Rollen. Und das ist die Vogelhochzeit. Aber ich fühle mich auch sehr gut. Die kleinen Vögel zeigen heute das bekannte Musical von Rolf Zukowski im Altenheim Windberg. Das Seniorenzentrum liegt direkt um die Ecke der Grundschule. Warum also nicht mal die Bewohner mit einer kleinen Aufführung unterhalten? Ich möchte, dass die alten Leute sich auch mal freuen. Und hoffentlich gefällt denen das. Dass sie nicht so gelangweilt sind. Sonst führt niemand ja den alten Leuten sowas auf. Die bunten Kostüme haben die Kids alle selbst gebastelt. Und 5 Wochen lang haben sie die Vogelhochzeit gemeinsam mit ihrer Lehrerin einstudiert. Trotz der Anstrengung aber kein Problem für die kleinen Musicaldarsteller. Meine Klasse ist eigentlich sehr begeistert von so kleinen Rollenspielen und sonstiges. Und dann hatte ich dann gedacht, dann können wir auch ein kleines Musical machen. Oh Mama, hallo Papa, nun fang ich bald zu fliegen an. Hallo Mama. Nach 20 Minuten haben die Kinder dann ihren Auftritt erfolgreich gemeistert. Ich fand es sehr aufregend. Ein paar Leute haben ja auch mitgesungen. Ich finde, es hat ihnen ganz gut gefallen. Viele Leute hatten auch ein ganz schönes Lächeln im Gesicht. Hab mich auch gefreut, dass wir uns nicht blamiert haben. Jetzt fliegen die kleinen Vögel wieder zurück in ihre Schule und freuen sich darauf, die Vogelhochzeit auch ihren Mitschülern zu zeigen.